Om Shanti, willkommen zum Satsang. Ich freue mich immer, jedes Mal Devasito und sein Team zu begrüßen. Ein wundervolles Team, die einen Service der Menschheit dienen. Hier nochmal der Appell von mir, bitte spendet an Jetzt TV. Unterstützt sie. Die machen wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Alle, die über YouTube zugeschaltet sind, auch nochmal Namaste, Om Shantiji. So, wenn ihr Fragen habt oder ein Thema möchtet, worüber man redet, gerne schreibt es. Die Susanne wird das mir dann sagen. Deepak, du hast da das Foto von Ramesh links oben mit im Bild. Ja, möchtest du irgendwie gerne, dass er dabei ist oder seine Energie oder wie soll man sagen? Das ist mir heute spontan passiert. Also ich wähle das nicht aus, wo ich filme oder welchen Hintergrund ich nehme. Spontan ist mir das gekommen, dass ich mich jetzt mal hinsetze. Ich sitze gerade auf meinem Meditationskissen, was ich damals von meiner Frau geschenkt bekommen habe, und dann diesen Hintergrund halt wähle. Ja. Aber ja, das andere.
Ich bin sehr gerne mit meinem Guru immer zusammen, egal wo das zu sehen ist. Ja, wenn das mir passiert, ja. Wenn nicht, ich weiß selber, dass der immer in meinem Herzen ist. Also er muss nicht immer aufs Bild sein, aber ich freue mich immer, das zu zeigen, auch wenn das gezeigt werden kann. Deepak, Karin Anna schreibt, lieber Deepak, falls die Frage erlaubt ist, wie hat sich dein Erwachen gezeigt? Wie lange bist du am Ball geblieben bis zur Realisation? Danke. Also ich war schon früher als Kind, hatte ich dieses innere Verlangen nach Freiheit, spiritueller Erleuchtung. Und ich würde sagen, meine Reise ist begonnen, ja, solange ich schon denken kann, als kleines Kind. Und die hat dann ihren Lauf gehabt, weil also die hat ihren Lauf sehr zügig und schnell gehabt, weil meine Eltern mich schon spirituell erzogen hatten. Ich bin in einer spirituellen indischen Familie aufgewachsen und hatte vor Rameshji hatte ich Sadhguru gehabt und Sadhguru war ein praktischer yogischer Meister. Ich habe seine Übung befolgt und hatte aber immer innerlich irgendwie das Gefühl, das ist noch nicht das, was ich suche oder das ist noch nicht das, was ich da möchte. Ich wusste aber, dass es nicht falsch ist, aber nicht, es ist noch nicht die Endstation. Und Erwachen ist dann geschehen durch meinen wirklichen Meister, Rameshji. Und dann ging der Prozess des Erwachens immer Schritt für Schritt. Erst habe ich seine Satsang-Videos angeschaut, dann habe ich sie immer mehrmals angeschaut. Und immer, desto mehr ich sie angeschaut habe, desto mehr habe ich eine innere Stimmigkeit, innere Überzeugung auch gehabt, dass das die Wahrheit ist. Und ja, nebenbei sage ich auch immer, das Erwachen eines Menschen geschieht auf verschiedenster Weise. Es kann natürlich plötzlich auch passieren. Bei mir war es nicht plötzlich. Bei mir ging das in Stufen oder in Schritten. Es ist in den meisten Fällen so, würde ich sagen. Und ja, das ist kurz, wie das in mir passiert ist. Ich würde sogar sagen, Erwachen beginnt mit dem Moment, mit dem wir uns beschäftigen mit uns selbst. Das kann schon sein, wenn wir sagen, was ist das hier? Wer bin ich? Was soll das hier? Wer ist Gott? Das ist schon der Beginn, von der Seele, die noch schläft, sozusagen. Ja. Deepak, macht es überhaupt Sinn, jetzt über quasi den Weg oder die Geschichte des Erwachens von jemandem zu sprechen, weil es doch bei jedem anders ist und weil durch so eine Geschichte von jemand anderem könnten auch Erwartungen geschürt werden, die verwirrend
wirken. Ob das Sinn macht, Devasetu, das hängt immer von der individuellen Bestimmung ab. Wenn ein Mensch das braucht, dann werde ich auch das erzählen und das wird ihm dann vielleicht helfen. Aber der Verstand interessiert sich ja für diese Sache, sonst würde die Frage gar nicht auftauchen. Wie ist das bei dir gewesen? Das heißt, die, also wir, jeder von uns hat einen einzigartigen Verstand, der halt einzigartig programmiert ist. Und ich würde schon sagen, das hilft, wenn man darüber spricht, aber er muss nicht zwingend sein, da auch, wie gesagt, nach Bestimmung. Das kann sein, dass der Verstand einfach nur eine Befriedigung haben möchte mit dieser Frage. Okay, bei ihm war das so, bei mir ist das so, muss ja dann richtig sein, zum Beispiel. Aber recht hast du in dem Punkt, Devaseto, das bringt nichts. Also im absoluten Sinne bringt es nichts, weil jeder muss den Nektar selber schmecken. Das ist genau wie Swami Vivekananda sagte, es, also wenn du wenn du die Süße einer Mango schmecken möchtest, dann bringt es nichts, wenn ich dir als Meister erzähle, so schmeckt die Mango, so süß. Du musst es selber schmecken. Ja. Wenn du sagst, das bringt nichts, gibt es überhaupt irgendwas, was bringt? Also, weil eigentlich gibt es ja auch keine Kausalität, es erscheint nur so. Ja, Kausalität ist da, weil der eine Gott, der die Kausalität erschaffen hat, ist ja über der Kausalität. Muss ja so sein, weil sonst kann er das ja nicht erschaffen. Er muss ja mächtiger sein als das, was er da erschaffen hat. Und diese Frage mit dem Sinn, Devasetu, ist eine sehr schwierige Frage in der Spiritualität, weil jeder fragt sich, macht das überhaupt alles Sinn, was ich mache? Meditation und diese Satsa. Und ich sage, es macht einen Sinn, aber wenn wir dürfen nicht den Sinn suchen, sondern müssen den Sinn einfach Sinn sein lassen. Das heißt, wenn wir anfangen, den Sinn zu suchen, dann ist das Problem groß, weil der Verstand versucht, einen Sinn zu geben, einer Sache, die er da sucht. So. Aber wenn wir einfach den Sinn da sein lassen und einfach uns führen lassen vom Leben, dann ist der Sinn selbst das Leben. Also das, was jetzt geschieht, ist der Sinn für uns und dann müssen wir nicht mehr suchen, weil gesucht wird nur in Vergangenheit oder in Zukunft. Aber im Jetzt kannst du nicht suchen. Im Jetzt ist jetzt und das ist der Sinn, zum Beispiel. Und alles bringt was, Devasito. Wenn du so überlegst, mir hat das ja auch was gebracht, dass Ramesh in meinem Leben gekommen ist. Natürlich, jetzt sehe ich das so. Er ist ja auch nur ein Instrument gewesen, so wie bei dir Osho, der die Wahrheit vermittelt hat. Mehr war das ja nicht. So. Das heißt, schnell erwachen, das war der Sinn, und danach einfach leben. Und sich nicht damit mit Sinnhaftigkeit, das hat den Sinn gehabt, das hat den. Dann laufen wir dieses Problem, dass wir zu stark im Verstand sind, in der Sinnhaftigkeit. Lassen wir das Leben so sein, wie es ist, ist das schon der größte Sinn für uns. Ja, aber Erwachen, wie du sagst, kann ja durch nichts bedingt sein. Ne? Es passiert einfach. Richtig. Also ja, von daher gibt es da eigentlich absolut keine Kausalität. Richtig. Im absoluten Sinne ja, aber im relativen Sinne, also ich spreche oder wir sprechen immer von zwei Wahrheiten. Es gibt einmal die absolute Wahrheit und die relative Wahrheit.
Die relative Wahrheit ist das, was wir immer fühlen im Ich. Ich denke, ich fühle, ich sehe. Es ist relativ, das stimmt. Aber wenn wir in der Meditation oder wenn wir in einem spontanen Erlebnis diesen zeitlosen Seinszustand erleben, Samadhi, dann gibt es da kein, wie du sagst, Kausa, also da gibt es keinen, der das verursacht oder der das denkt oder sieht, sondern dann ist reine Existenz, reines Sein da. Und die relative Ebene ist keine Illusion. Die relative Ebene ist auch wahr wie die absolute Ebene. Das heißt, relativ gesehen macht das hier alles Sinn. Absolut gesehen ist das Gottes Wille. Und Gott weiß, was er da will, drückt sein Willen in uns aus und scheint so, dass alles hier relativ gesehen alles echt ist, also einen Sinn macht. Und, ne? Aber wenn wir absolut sprechen, sind wir beide nichts anderes wie das allerhöchste Sein. Das ist absolut gesehen. Relativ gesehen sind wir zwei verschiedene Körper. Ja. Aber beides ist wahr. Ja. Es ist nicht so, dass Maya ist Illusion und das andere Brahman ist Wahrheit. Brahman ist Wahrheit und drückt sich ja aus in Maya. Also das heißt, Maya ist ja auch wahr dann. Aber es ist halt eine Erscheinung, wie du sagst. Es erscheint uns. Und für diesen Grund, dass uns das erscheint, ist das Illusion. Weil eine Illusion ist immer die, kommt und geht, kommt und geht. So. Und die Wahrheit ist einfach. Und was ist die Wahrheit? Das ist Brahmanandas Svarupa. Wir sind göttliches, ewiges, glückseliges Sein. Das ist die Wahrheit. Und die drückt sich aus in dieser Erscheinung. Maya. Ja, danke. Hier habe ich auch noch mal ein Bild davon. Kurz zeigen, da oben zum Beispiel, das ist die eine Quelle, die sich dann hier ausdrückt in zwei. Weiß nicht, ob man die Sterne sieht. Und dann habe ich hier geschrieben, Leben ist Dualität. Und so hat das Ramesh gesagt, Dualität bedeutet Mann und Frau, gut und böse, hübsch und hässlich, plus und minus und so weiter. Und das ist halt Dualität. Und so, ich habe das sehr schön empfunden, dass die eine Quelle da oben sich ausdrückt in Maya, also in zwei. Aber in Wirklichkeit, das ist absolute Wahrheit, ist oben und das ist relative Ebene. Ja. Aber beides ist wahr. Deepak, da steht, hallo Deepak, von jemandem, dessen Name ich kann ihn nicht entziffern. Hallo Deepak, seit Beginn der Pandemie höre ich mir immer erwachte Personen auf YouTube und Instagram. Andere Themen erfüllen mich nicht mehr. Ist das ein Zeichen für mich? Liebe Grüße. Nochmal der letzte Satz. Ist das ein Zeichen für mich? Ja, davor nochmal. Seit Beginn der Pandemie höre ich mir immer erwachte Personen auf YouTube und Instagram an. Andere Themen erfüllen mich nicht mehr. Ist das ein Zeichen vom Erwachen? Richtig? So verstehe ich es auch, ja. Er schreibt, ist das ein Zeichen für mich? Aber ich verstehe es auch so. Das Erwachen. Ja, das musst du selber herausfinden. Das wird sich zeigen, ob das ein Zeichen ist für das Bewusstsein, dass das zu sich selbst erwacht. Das wird sich zeigen.
Dagmar Burkert schreibt: Hallo Deepak, schön dich zu sehen und zu hören. Ja, danke schön. Zu Devasetu nochmal zum Sinn und das, was du mich gerade gefragt hast. In der hinduistischen Philosophie wird gesagt, dass Shiva oder Gott Shiva der eine Gott ist, also das allerhöchste Sein, reines Bewusstsein. Weder besteht er aus Materie, aus Raum, Zeit oder Kausalität. Er ist der das alles in Erscheinung bringt und wenn er es will, wieder zurücknimmt. Und da wird gesagt, früher als Kind habe ich diese spirituellen Episoden angeschaut. Da haben die diese Figuren, also oder die Gottheiten gespielt. Und es wird in der Hinduismus gesagt, dass es Gott Shiva ist, also der eine Schöpfer, der alles geschöpft hat. Und der hat gut und so wie es gut und böse auf dieser irdischen Welt gibt oder in dieser Dimension gibt, gibt es auch zum Beispiel wie Engelwesen, Lichtwesen oder Wesen, die halt für das Gute stehen und dann Wesen für zum Beispiel die Unterwelt, die Probleme immer verursachen. Und zwischen den beiden gibt es dann immer Kriege. War ja immer schon so. Das Gute und das Böse immer im Konflikt. Und da haben die das immer so suggestiert, dass die Devdas, also die Gottheiten, die guten Gottheiten, also das Gute repräsentieren, die hatten immer Probleme mit den Asur, denke ich mal, heißen die auf Sanskrit. Asur bedeutet einer, der also von der Unterwelt, einer, der von der schlechten Seite kommt. So. Und nicht in dieser Dimension. Das ist eine ganz andere Dimension, von der ich jetzt spreche. Und die haben sich da immer gestritten und Kämpfe gekämpft. Und da gibt's viele Leute, die dann sagen, was soll das Ganze hier? Was soll dieses ganze Spiel hier? So, und dann haben die immer gesagt, dann haben sie immer auf Shiva gezeigt, der meditiert. Also der immer meditiert, Shiva wird ja als der meditierende Shiva immer als Symbol für der Spiritualität symbolisiert. Und die haben immer gesagt, ja, das weiß nur Shiva, weil die wussten, dass er alles macht und er weiß, was das für einen Sinn hat und was dabei rauskommen wird. Und das Lustige war immer, ich als Kind habe immer bis zum Ende geguckt, weil ich auch selber wissen wollte, was ist jetzt für ein Sinn dahinter, dass die sich da streiten. Und dann kam immer später Shiva und sagte so und so. Zum Beispiel jetzt gebe ich ein Beispiel von dieser Welt. Albert Einstein wurde erschaffen, weil Gott das so wollte, durch Albert Einstein, dass das Gesetz der Relativität in die Welt gebracht wird.
Ein Körperorganismus namens Mutter Teresa wurde geschaffen von die eine Quelle, von Gott, damit gute Taten und Gutes vermittelt sein sollte für die Welt. Ein Jesus wurde erschaffen durch Gott, damit für diese Zwecke, für diese Sinn und Zwecke, dass er die Botschaft also vermittelt hat, wie er die vermittelt hat. Also, was ich sagen will damit, das weiß nur Gott. Das wissen wir nicht, was für einen Sinn das hier hat oder was das Spiel ist. Und das weiß nur Gott. Und so hat das Ramesh auch gesagt, dass wir als Puppen, wir können nicht wissen, warum wir hier sind, was das hier soll. Wir können einzig nur akzeptieren, dass wir hier sind und existieren. Das ist die Wahrheit. Aber wir werden nie erfahren, warum Gott das so hier macht, warum wir so sind. Und das ist das Konzept von Ramesh über ein kreiertes Objekt kann niemals erfahren, warum es geschaffen wurde. Zum Beispiel ein gemaltes Bild kann niemals erfahren, warum der Maler es so gemalt hat. Ja, das ist das Konzept. Deepak, Denkmuster schreibt, wie drückt sich erwachtes Sein in Beziehungen aus? Wenn Konflikte, Ja, noch weiter. wenn Konflikte erscheinen, wie geht ihr damit um? Redet ihr Ja. über Konflikte oder wisst ihr, dass alles Gottes Wille ist und macht nichts damit? Die Person fragt mich jetzt, ne? Ja. Also, erstmal Dankeschön für die Frage. Sehr interessante Frage, die hier gestellt wurde. Ich liebe es gerne, über das Thema zu reden, weil meine Frau hat mich da sehr geprägt, sehr, ja, sehr viel geholfen. Ich sage immer auch, ein Partner ist der beste Ego-Auflöser, der beste Ego-Spiegel und der schubst uns eigentlich immer, auch wenn wir das nicht sehen, in die Wirklichkeit. So, ich habe früher mit meiner Partnerin auch diese anfänglichen Ego-Spiele gehabt, nenne ich jetzt mal. Ich habe recht, du hast Unrecht und wir hatten viel Diskussion auch gehabt. Ich würde nicht sagen, dass wir uns gestritten haben. Wir hatten einfach Diskussion, Abstand genommen von gewissen Sachen, aber wir waren so anständig, dass wir, egal was passiert ist, uns nie, sage ich mal, sagt man auf Deutsch, am Hals gegangen sind. Also es war immer bis zum Limit und dann war auch okay. Aber diese Sachen sind passiert, um zu sehen, um zu lernen, wie gehe ich jetzt um mit einem Partner in einer Beziehung, wenn ich eine Beziehung habe mit einem Menschen, wo ich genau weiß, mein Partner ist so, wie er ist. Und das ist das Problem hier bei den meisten Menschen. Ich habe meine Partnerin nicht vollständig akzeptiert damals. Es war immer so, dass warum fragt die mich so oder warum ist die so, obwohl ich wusste, ich bin ja auch nicht perfekt. So. Mit der Zeit kommt das dann, die Weisheit, die Erkenntnis. So. Wo dann die Zeit war von meinem Guru, der gesagt hat, alles ist Gottes Wille. Und Gott
agiert durch den Menschen, funktioniert durch jeden Menschen und bringt das heraus, was passieren soll. Das wusste ich, aber ich konnte das noch nicht vollständig akzeptieren bei mein, auf, also auf meine Partnerin in meiner Beziehung. Und jetzt, wie geht man weise um? Wie ist der Umgang mit Konflikten jetzt, wenn die passieren? Also früher war der Umgang nicht so gut. Der war egoistisch, selbstorientiert, selbstzentriert. Und jetzt kann ich euch sagen, wie ist der Umgang jetzt? Wenn Konflikte passieren, dann schaue ich und höre ich meine Partnerin oder meinen Partner vollkommen erstmal zu. Und dann schaue ich nicht, was mir passt oder was ihr passt, sondern ich schaue immer lösungsorientiert, was uns passt. Und das ist die Lösung. Ein Konflikt weise zu beenden. Wir schauen immer, wie können wir beide jetzt eine Lösung finden, die für uns beide okay ist. Und nicht für den einen okay und für den anderen nicht so okay. Aber so, wir schauen, wie kann ich sie happy machen und wie kann ich mich happy machen. So, beide Seiten werden abgeschaut und das geht ganz einfach. Ich lese mal vor. Ich habe hier oben ein Bild hängt von Ramesh und seiner Frau und darunter habe ich eine Leinwand hängen, da steht: Eine glückliche Beziehung ist möglich, wenn die Einstellung zu den anderen in vollkommener Harmonie ist. Und das ist hier das Stichwort, Harmonie. Wie kann ich jetzt vollständig in Harmonie sein mit meiner Partnerin oder meinem Partner, obwohl ich ganz genau weiß, der ist so, wie er ist. Der hat seine Gewohnheiten, Vorlieben, alles das hat er. Vielleicht passt mir das eine oder andere nicht. Ich habe schon etliche Male Gespräche geführt, hat nichts gebracht. Mit diesen ganzen Sachen. So, wie kann ich jetzt diese Harmonie herstellen zwischen ihm und mir? Und jetzt, was sagt Remich? Er sagt, indem ich aufhöre, mich zu beschuldigen, mich zu beurteilen, wie ich bin, und indem ich aufhöre, den anderen zu beschuldigen und zu beurteilen. Wenn ich erkenne, dass ich keine Kontrolle über meine Handlungen habe, dass ich keine Kontrolle habe über das, wie ich geschaffen wurde, dann ist doch logischerweise der Gegenüberliegende. Für ihn gilt das doch auch dann, dass der Gegenüberliegende hat keine Kontrolle über das, wie er gerade ist, das, wie er gemacht wurde, wenn er eine Gewohnheit hat, dass Wut schnell hochkommt, dafür kann er doch nichts. Oder wenn ein Mensch behindert auf die Welt kommt, was kann der arme Mensch dafür? So, wenn ich aufhöre zu beurteilen und akzeptiere, dass der Mensch keine Macht hat über irgendetwas, dann ist die Harmonie wieder da, dann ist die Verbindung wieder da zwischen mir und Gott. Mit anderen Worten, ich erkenne, dass ich nichts anderes bin wie Gott.
Und dann sehe ich den anderen ja auch als diesen einen Gott, weil der eine Gott in uns allen funktioniert. Und dann ist keine Beurteilung mehr da, weil ich kann mich ja selber nicht mehr hassen als Gott, als Bewusstsein, als Energie. Und dann sehe ich nicht mehr, dass das mein Partner ist, der da jetzt gerade, sondern ich sehe den einen Gott in ihm und spreche ihn an und nicht die Puppe. Und akzeptiere, dass Gott als unmanifestiertes Sein, als Einheit, hat Dualität erschaffen. Und das bedeutet Frau, Mann, wie ich hier gerade schon gezeigt habe, das Bild. Und das bedeutet das. Und das gilt es zu akzeptieren. Das heißt, mein Partner muss ja gar nicht mit meinen Konflikten immer sagen, du hast recht, sondern wir schauen jetzt gemeinsam auf die Lösung. Was ist denn für uns beide? Also Dualität, wir schauen auf Dualität beide, akzeptieren die Dualität. Und indem wir das akzeptieren, diesen Konflikt. Konflikt ist übrigens nur da, weil das eine gegen das andere ist. Und wenn wir das jetzt akzeptieren und sagen, okay, Moment, wir sind reine Liebe, wir sind ja gar nicht Konfliktsein, wir sind ja Bewusstsein, Liebe. So, Liebe schaut jetzt mit liebenden Augen auf das Konflikt und bereinigt es von automatisch. Weil Liebe ist vollkommen und ein Konflikt ist ja nur da, weil etwas nicht akzeptiert wird oder eine Mangelerscheinung da ist. So, vollkommenes Bewusstsein schaut auf das Konflikt und weiß die Lösung sofort, weil es allwissend ist. Weisheit selbst ist Bewusstsein und indem wir so umgehen, indem wir unseren Partner als den einen Gott, der auch in uns agiert, so sehen, verschwindet das Konflikt von selbst. Und wir bemerken, da ist eine Harmonie zwischen uns wieder da, was vielleicht für eine Zeit nicht da war. Warum? Weil Gott wollte, dass der eine diese Erkenntnis bekommt. Deswegen musste Gott so dieses Spiel so spielen, damit der eine erwacht oder der eine merkt, dass Konflikte sind nicht gut. Und das heißt, wie gehe ich jetzt damit um? Und das passiert ja überall jetzt gerade in dieser Zeit. Warum so viel Leid? Ja, weil Dualität schon seitdem wir denken können, da ist. Es gibt nicht nur gut, Glück, hübsch, super, perfekt. Es gibt zu diesen ganzen Sachen das Gegenteil und das wird nicht akzeptiert als das eine Sein. Und das ist das Problem. Deswegen möchte Gott. So sehe ich das, gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir den Umgang lernen, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Und solange müssen wir das lernen, ja, solange wir das wirklich perfekt drauf haben. So also. Ich versuche nicht, meinen Partner zu verändern. Ich versuche auch nicht, meinen Partner von meiner Meinung zu überzeugen oder sonst was, sondern ich versuche in meiner Stille oder in meinem Bewusstsein, in meiner Liebe da zu sein, ihn mit Augen zu sehen, wo ich den Gott sehe, der auch in mir agiert. Und dann ist das Problem garantiert weg oder das Konflikt.
ist dann weg, weil Einheit ist da, es wird gesehen, dass Non-Dualität, das ist ja das Ganze, warum wir das jetzt hier gerade auch machen, dann von der Dualität in die Non-Dualität, wir sind alle eins, so, dann wird das gesehen, okay, mein Partner ist nichts anderes, was ich auch bin. Und indem ich dieses Verständnis dann habe, was selbst Gottes Wille ist, worüber ich keine Kontrolle habe, dass ich dieses Verständnis bekomme oder diese Harmonie habe. Indem ich das aber habe oder erkenne, akzeptiere, dass alles, was passiert, nicht dein Wille, sein Wille und der macht das und die macht das, sondern das ist das, dass der Wille von dem einen Sein ist, was sich hier ausdrückt in dieser Dualität, indem ich das akzeptiere und sage, der Mensch ist nichts anderes wie eine Puppe, wie eine Marionette, ein Instrument, in dem Gott agiert, funktioniert. Indem ich das sehe und akzeptiere, ist kein Konflikt mehr da. Als Bewusstsein sind wir ja vollkommen und sind zufrieden. Deswegen, da kann niemals kann da ein Konflikt kommen. Niemals. Das ist gar nicht möglich, dass da ein Problem das Bewusstsein ein Problem mit irgendetwas hat. Aber ich will nicht sagen, dass Probleme nicht mehr auftauchen oder Situationen, wo Konflikte dann vorprogrammiert sind, die werden kommen. Aber es ist so, wenn du als Meister, als Bewusstsein, wirst du immer sofort sehen, was zu tun ist und weise damit umgehen. Das heißt, du wirst kein Problem damit haben. Und wichtig ist, du wirst auch kein Problem sein. Das ist das. Also sei immer eine Lösung und nicht das Problem selbst oder gar sogar mehr Probleme, als Probleme schon gibt. Angenommen, ich komme irgendwo hin und da sind Probleme schon und ich bin selber ein Problem, dann bringt das nichts. So, sei ein Krishna oder ich sage nicht sei wie Krishna, sondern Krishna-Bewusstsein. Ich meine, das meine ich. Sei wie das Krishna-Bewusstsein oder Christus-Bewusstsein, dass du, egal wo du hingehst, die Leute sagen, wow, also der strahlt da Glücklichkeit aus, der hat keine Probleme. Vor allem der beseitigt. Und das ist das. Und das sind wir alle. Nun müssen wir das lernen. Ja. Karin Hanna schreibt, wenn du einmal von der Erleuchtung gehört hast, lässt sie dich nicht mehr los. War das bei dir so? Ja. Seitdem ich denken kann als Kind, habe ich wusste einfach, das hier ist ein Spiel. Das kann nicht echt sein. Und was soll ich hier? Wer bin ich überhaupt? Und das hat mich alles angemacht. Ja.
Man kann auch gar nicht ohne, weil jeder Mensch nach meiner Auffassung strebt nach Erleuchtung. Ja. Was auch immer jetzt jeder Mensch denkt, was für ihn Erleuchtung ist, aber jeder strebt nach Erleuchtung. Es gibt keinen Weg darüber, also man kann keinen Shortcut nehmen. Also es ist wirklich jeder möchte glücklich sein. Denkmuster. Zu der Beziehungsfrage noch. Was, wenn nur die eine Seite das so sieht, wie du es beschreibst, mit Bewusstsein raufzuschauen, aber die andere Seite geht immer wieder in Konflikte rein und in Egospiele? Ja, auch hier, das ist Dualität. Die eine Seite weiß zum Beispiel, hat das Verständnis, dass alles, was passiert ist, Gottes Wille. Und auch das ist Gottes Wille, dass die andere Seite immer mit Ego-Spiele kommt. Ich lasse den anderen so, wie er ist. Dass er mit seinen Ego-Spielen kommt. So oft wie möglich. Versuch das mal. Akzeptiere vollständig, egal was der andere auf mich zuwirft. Ich bin absolute Akzeptanz. Oder wie du sagst, ich bin Bewusstsein und schaue mit. Ja, wenn wir das so sagen, dann versuch, jetzt sage ich, versuch das dann. Und dann wirst du sehen, irgendwann hat der andere keine Chance mehr, weil er da diese reine Akzeptanz Liebe in dir sieht, dass er selbst zu dieser Liebe Akzeptanz wird. Das ist ein Experiment, das können wir auch jetzt testen. Wenn ein Mensch sich aufregt, weil wir was falsch gemacht haben und wütend ist, und jetzt lässt er alles raus, seine ganze Wut und seine Aufregung. Und wir bleiben da und schauen ihn mit liebenden Augen an. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Experiment mal gemacht habt oder die Erfahrung. Meine Erfahrung ist aber, ihr werdet gewinnen. Ich will nicht sagen, hier gibt es Gewinner, Verlierer, aber ich meine, Bewusstsein, reine Liebe nimmt alles so hin, wie es ist. In dem Augenblick. So. Und schaut immer, okay, der ist jetzt gerade, also in Wut, aber er kann nicht ständig in Wut sein. Ich zumindest kenne keinen Menschen, der ständig in Wut, Zorn und nur schlechte Sachen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das heißt, wenn ich aber still bin und beobachte, was gerade passiert. Der andere hat keine Möglichkeit, weil meine Stille, meine Präsenz zieht diese Energie, also zieht das, was ihm unglücklich macht, dann irgendwann weg und der wundert sich und sagt, boah, Deepak ist immer so glücklich. Der nimmt immer alles so hin, regt sich nie auf, ist mit sich im Reinen. Ich will auch so sein. Das wird der andere denken. Und dass er das dann denkt, führt dann dahin, dass er dann auch diese Sache erkennt. Und darum geht es ja in deiner Frage. Mein Partner sieht das nicht, der erkennt das nicht, muss er auch nicht. Das ist meine Antwort. Und dann sage ich, dazu hinfüge ich noch zu. Ändere deinen Partner nicht oder versuch ihn davon überzeugen, dass Bewusstsein schaut so, sondern du weißt ja, wie die Sachen sind. Als Bewusstsein, ne, weißt du ganz genau, so ist das und fertig. So. Ich lasse den Partner so, wie er ist, in seinem Ego-Spielchen. Und irgendwann, wenn du da wie ein Buddha absolut still alles hinnimmst, der kann gar nicht anders, der laut ist. Der wird selber zur Stille.
Irgendwann wird der, das müsst ihr mal wirklich ausprobieren als Experiment. Zum Beispiel, ich habe jetzt das Experiment genannt, jetzt nenne ich euch ein anderes. Versucht mal, wenn euch einer versucht zu aufzuregen, still zu bleiben. Versucht mal absolut still zu bleiben. Ihr werdet sehen, was passiert. Ihr könnt mir alle berichten. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn ihr absolut still seid und der andere mag laut sein und der wird irgendwann, wird er auch verstehen, oh, mit dem kann ich ja nichts anfangen. Der ist ja absolut still. Der gibt ja keine Reaktion auf meiner Wut und so. Und das wird ihn schon beruhigen. Beruhigen aber meine ich nicht, dass er sagt, okay, gib mir auch was von deinem Frieden, warum du so still sein, und, sondern es kann auch anders sein, der wird weggehen, weil der genug hat. Der kann gar nicht ankommen, weil Bewusstsein ist immer der Gewinner und wird immer gewinnen gegen Wut und Zorn, weil Bewusstsein ist vollkommen, ist reine Liebe. Da gibt es kein Ego-Spielchen. Bewusstsein selbst kreiert diese Ego-Illusion, aber zerstört die auch und nimmt uns diese Begrenzung weg und gibt uns wieder Freiheit. Weil Bewusstsein ist Freiheit. Das heißt, lass deinen Partner, wie er ist. Aber tue das, was du immer fühlst. Was ich hier gesagt habe, bedeutet nicht, sei einfach stumpf und still und tue nichts. Weil das wird nicht funktionieren. Du tust das, was du fühlst, und sie tut das, was sie fühlt. Und wenn sie meint, dass das für sie so ist, ist ja für dich ja kein Problem, wenn du sagst, du bist Bewusstsein. Ja, Bewusstsein schaut auf das Wir und nicht auf ein Ego-Ich, also ein Ich gegen einem Ich, sondern wir beide sind zusammen. Wir als eins, zwei, aus zwei werden eins. Darum wir. Und ich schaue jetzt, wie kann ich sie beruhigen? Wie kann ich, und egal wie sie ist, ich lasse sie so, wie sie ist. Vor allem ist das gut für dich als Bewusstsein zu testen, bist du denn überhaupt Bewusstsein? Wenn du das bist, hast du ja kein Problem damit, egal wie viel Ego-Spielchen deine Partnerin spielt. Das ist ja das Konzept. Du bist immer happy, egal was im Außen passiert, weil du bist Bewusstsein. Und natürlich kannst du dann sagen, Liebling, ich sehe das so, wir sind Bewusstsein und wenn immer noch dann, ja, dann ist das immer, das ist immer Gottes Wille. Immer ist alles Gottes Wille. Dass sie Ego-Spielchen spielen, ist Gottes Wille. Dass du Bewusstsein bist und auf das schaust, ist Gottes Wille. Alles, was ist, ist Gottes Wille. Aber ich habe gelernt, es ist nicht einfach, ständig Liebe zu empfinden oder zu sein in diesen Umständen. Und da hat mir meine Partnerin nur geholfen. Das ist meine Lebenserfahrung. Der Partner hilft uns, dahin zu kommen, wo wir hingehen möchten. Der ideale Partner. Auch die anderen Partner sind ideal. Auch wenn wir sagen, der hat mich verletzt, das ist relativ gesehen, hat er dich verletzt. Aber meine Erfahrung ist, der hat dich einfach weitergeschubst. Weitergeschubst meine ich nicht ins Negative, sondern ins Positive. So, also wenn du diese positive Einstellung hast, hast du kein Problem.
Es spielt keine Rolle, wie lange sie diese Ego-Spielchen macht, weil du bist ja Bewusstsein. Und daran kannst du dich testen, übrigens. Jetzt lass mal deine Partnerin so sein, dann teste dich selber. Und melde dich bitte mal. Hat das alles geklappt? Jeder kann sich melden. Alles, was ich hier gesagt habe mit den Experimenten, die könnt ihr alle freiwillig ausprobieren, experimentieren. Und versucht wirklich mal, wenn eine aufregende Situation zu euch passiert, mal still zu sein. Und ihr werdet sehen, was dann passiert. Anstatt direkt zu reagieren, anstatt direkt so dieses einfach mal keine Reaktion zeigen, sondern einfach rein wahrnehmen, was gerade geschieht. Karin Hanasch fragt, ist das eine Frage der Resonanz, wie jedes Opfer seinen Täter sucht? Da gibt es das Resonanzgesetz. Yes. Alles ist vorherbestimmt. Ja, da gibt es diese ganzen Konzepte. Wenn ich versuche, positiv zu denken, dann geschieht positiv. Wenn ich versuche, negativ, wenn ich nicht versuche, wenn ich negativ bin, dann geschieht Negatives. Das ist Resonanz. Ich ziehe das an, also was ich, und das sind alles Konzepte. Ja. Denkmuster schreibt, lieben Dank für deine Antworten. Ich werde das Experiment ausprobieren. Ja, gerne. Deepak, Freiheit zu bekommen als Bewusstsein bedeutet, dass die Themen abfallen, die einen dazu bringen, sich zu verteidigen oder anzugreifen oder so. Kann man das so sagen? Du meinst, die Themen fallen ab von ich muss mich befreien? Die Themen, die mich dazu bringen, weißt du, mich triggern zu lassen, also in diese Ego-Spiele zu verfallen, etwas zu verteidigen, von dem ich glaube, das sei wichtig, aber im Grunde ist es eine Kleinkariertheit eigentlich, ne? Ja. Hm. Genau. Und die Frage ist, wenn du Freiheit erlangst, das meinst du? Ja. Freiheit, wenn du die hast, Susan, dann gibt es das nicht mehr. Weil du weißt, du bist selbst Freiheit. Du brauchst das gar nicht. Also,
du musst irgendwie diese Idee erstmal, dass du begrenzt bist, und dann musst du nach Freiheit suchen, weil diese Strukturen da sind. Das gibt's alles gar nicht, weil du bist ja Freiheit selbst. Du brauchst keine von außen gefügte Freiheit, um frei zu sein. Du bist ja Freiheit selbst, und das ist die absolute Wahrheit. Und wenn du das erkennst, dann löst sich das von alleine schon auf, diese Struktur, die da scheinbar dir Probleme bereitet. Ja. Du musst einfach nur erkennen, du bist frei selbst. Und das, was da frei sein wollte, das gibt es gar nicht. Hat es eine körperliche Komponente auch, dieses leicht, eine Leichtigkeit, ein Ja, das hat in meinem Leben, Susan, seitdem das passiert ist, eine absolute Gelassenheit in allen Situationen, egal welche Situation jetzt vorfällt. Also innerlich hast du eine absolute Gelassenheit. Du kannst sagen, eine reine Stille, die dich führt, also in diesen Situationen, die dich begleitet. Und die dir immer, wo du immer dir bewusst bist, dass das bist du und dass alles, was da im Außen passiert, was Gedrücktheit, Stress, Hektik, das ist alles da, aber ich bin das und das wirkt sich auf diesen Körper, also die Belehrung von meinem Meister wirkt sich auf diesen Körper auf phänomenaler Weise aus. Also Gelassenheit, innerer Frieden, weniger Denken über Zukunft oder was passiert ist. Der Körper ist fitter, weil er da, der ist ja dadurch entspannter, gelassener, ist fitter, ist aktiver und ist, ich will auch sagen, schöner. Ja, also weniger diese Stress, zum Beispiel Symptome wie Pickel oder Juckreiz, das will in meinem Falle jetzt, ne? Ich erzähle von meinem Falle. Der Körper hat sich phänomenal ganz geändert durch diese Wirkung der Freiheit. Ja. Aber Gelassenheit, innerer Friede, Liebe zu anderen, geben, das ist ganz wichtig, geben, den anderen sehen als der eine, das, was ich auch bin, ihn immer zu lieben. Und das, guck mal, das ist wie so eine unendliche Acht. Du gibst ja was, was du ja selber unendlich hast und bekommst es von den anderen, weil er das ja auch ist, was du bist. Das heißt, es ist wirklich, da gibt es kein Ende. Das ist immer wieder, und der Körper dient dir dann. Zum allerersten Mal, wenn du absolute Freiheit erkennst, dann dient dir dein Körper bei deinen Lebensaufgaben. Der steht dir nicht mehr im Weg, der dient dir. So, und das ist sehr wichtig. Und das empfinde ich. Ja. Guck mal, ich habe drei Jobs durch Gott und ich fühle mich nie schlapp. Ich habe meiner Frau gesagt, ich könnte noch einen vierten Job machen und dann noch nebenbei wo putzen oder warum? Weil diese Erkenntnis, ne, von dass niemand was tut, ich habe meiner Frau gesagt, jetzt stell dir vor, du würdest nicht mehr denken, wenn du morgens aufstehst, was musst du heute machen oder sonst was, sondern du stehst auf und nimmst wahr, was jetzt zu tun ist. Der ganze Tag spielt sich ab. Da sind Ereignisse passiert, die manchmal so hoch waren, manchmal tief, immer so. So ist das Leben. So passiert der Alltag. Und dann am Ende des Alltags gehst du im Bett rein und sagst dir, alles war so, wie es war. Und ich war mit mir im Reinen. Und jetzt stell dir vor, eine Person zwischen diesen Alltagsgeschehnissen denkt, also hat viele Gedanken und involviert sich in Gedanken und sorgt sich, hat Angst, viele Emotionen.
Wut, Zorn, beurteilt andere, beschuldigt andere, all diese ganzen Sachen, ja, was das Ego, Egos Natur ist. Und jetzt ist der auch im Bett. Meinst du, der wird da strahlend im Bett sein und sagen, ich bin mit mir im Reinen? Niemals. Ja? Und das ist das. Das gibt dir diese Freiheit. Ja. Also es hat auf jeden Fall definitiv für deinen Körper Auswirkungen, normal, weil wir sagen ja alle Body und Mind, ne? Es sind eins, also Körper, Geist. Und für die anderen auch, Susanne, merke ich. Also für die anderen Mitmenschen, wenn ich mit einem Menschen bin, merke ich sofort, der hat gute Laune. Also egal, was da ist, der, auch wenn der richtig schlecht gelaunt ist. Das passiert so, wenn ich mit ihm rede, der kurz lacht er, also kurz merke ich, oh, da ist Happiness und dann zwar kann er wieder, aber was ich merke, ja, also durch mir ist etwas passiert und wenn ich irgendwo bin, wo so Probleme und so, und dann ist das für eine Zeit, solange dass ich da bin, ist weg. Und natürlich, wenn ich dann weg bin, kann das wieder da sein, aber das habe ich beobachtet, dass ich gute Laune verbreiten kann und ja, durch mir das so passiert. Danke. Denkmuster schreibt dazu, planst du deinen Alltag, was du an einem Tag so alles erledigen willst, oder entscheidest du immer aus dem Augenblick heraus? Ich plane überhaupt nichts. Mache überhaupt nichts. Ich lasse einfach nur laufen. Und wenn mir was kommt, zum Beispiel dann und dann Verabredung, dann tue ich so, als würde ich planen. Ich tue so, als würde ich da planen, aber mit dem Verständnis, ich plane nichts. Vor allem, ich weiß, zum Beispiel, wenn meine Frau sagt, Liebling, Samstagabend, wie viel Uhr, dann spontan, ja, okay, dann treffen wir uns dann. Und dann, wenn dieses Gespräch, also dann, danach weiß ich ganz genau, wer weiß, ob das passiert. Das heißt, das ist wie, es wurde was geplant und dann wurde es dahin gelegt und ich weiß ganz genau, es wurde ja nichts geplant, das war einfach spontan alles und was wirklich passiert, werde ich ja sehen. Ja. Aber das können wir, das meine ich ja, warum erzähle ich das? Weil wir in einem, wir leben ja in dieser Welt gerade und da gibt es Gesetze einzuhalten. Und da gibt es auch da gibt es auch Ämter, wo man Termine planen muss. Und das meine ich. Man tut so, als würde man planen, mit dem Verständnis, dass man nichts geplant hat. Ja. Dass man weiß, das ist jetzt passiert, aber was wirklich geschehen ist, ist einfach nur eine ha Reihe von Handlungen, die geschehen musste. Das heißt, man hat nichts geplant. Okay. Da war einmal eine Frage in aramäische Satsang. Da war einer, der hat gefragt, mir gefällt das, was du sagst, Ramesh, aber mein Verstand triggert mich und fragt sich, wenn ja alles vorherbestimmt ist, was soll ich dann tun? Diese Frage ist da gewesen. So, wenn alles vorherbestimmt ist, ich nichts geplant habe, noch nie in meinem Leben was gemacht habe, die Frage stellt sich aber, was soll ich tun? Also, was muss ich dann tun, wenn alles vorherbestimmt ist? Und Ramesh sagte,
Du musst nichts tun. Du hast noch nie was getan. Alles, was du ja gedacht hast, dass du das getan hast, waren Handlungen, die dir passiert sind. Du dachtest ja, dass du was tust, weil dieses Gefühl des persönlichen Handelnden in dir da war, dachtest du tust das. Aber in Wirklichkeit hast du nie was getan. Das waren alles Ereignisse, die dir passiert sind. Und du warst einfach nur das ausführende Element. Und was machst du jetzt? Jetzt tust du weiterhin diese Sachen scheinbar machen, planen, denken, mit dem Verständnis, dass du nichts machst. Denkmuster schreibt ja, das heißt, du hast keine To-Do-Listen und pflegst auch keinen Kalender. Nein. To-Do-Listen hatte ich vor einiger Zeit schon, also im Kalender meine ich, so dass man was gespeichert hat. Aber auch das hat abgenommen, ist alles nicht mehr da. Mit Kalender, da speichere ich auch nur zum Beispiel mit Satsang Jetzt TV das Datum ab oder Hochzeiten oder so, also sowas wie richtige Termine, aber keine Listen mehr, so ich muss das machen morgen, ist ja das oder da, das ist alles nicht da. Jetzt ein kleines Experiment noch für dich. Du bist experimentierfreudig, merke ich. Mach dir jetzt gleich nach dem Satsang eine Liste, was du morgen machen willst. Und dann schau, ob das alles so passiert ist, was du geplant hast. Und dann melde dich bitte bei mir und sag mir das Ergebnis. Deshalb Denkmuster schrieb schon, bei mir ist es so, dass mir Listen helfen, die Dinge nicht im Kopf haben zu müssen, aber sie belasten irgendwie auch. Ja. Da erzähle ich dir eine Sache. Im Leben, um Vergnügen zu haben, muss man leiden. Ein Beispiel, auch jetzt von Ramesh, er sagte, von morgens bis abends arbeiten. Für was? Für mehr Geld. Aber von morgens bis abends arbeiten, kaputt nach Hause kommen, schlafen und wieder morgen geht's los. Was ist das? Ist das wirklich glücklich sein? Ist das wirklich dieses, was wir alle suchen? Das heißt, was er damit sagen möchte, dass alle Sachen zwei Seiten haben. Ich mache eine Liste, die tut mir gut, aber gleichzeitig, das ist ja deine, hast du gesagt, ich mache eine Liste,
Ich denke, die hilft mir auch, aber gleichzeitig tut die mir, und das ist Dualität. Ich gehe von morgens bis abends arbeiten, um meine Familie zu ernähren, um glücklich zu sein. Aber ich merke, dass ich mit mir nicht glücklich bin. Obwohl ich von morgens bis abends arbeiten gehe und das mir sehr viele Schmerzen bereitet, für ein kleines Vergnügen. Und das ist genau das, was uns Gott damit sagen möchte. Das Vergnügen ist immer mit Schmerz verbunden. Das Gute ist immer mit Böse verbunden. Die Frage ist nur, akzeptieren wir das? Würden wir das akzeptieren, dann wären wir alle glücklich. Das ist mein Konzept. Akzeptieren wir, dass nicht immer glücklich sein kann, dass nicht immer alles perfekt sein kann, akzeptieren wir das, sind wir glücklich. Die Grundlage ist ja Dualität. Das muss erst verstanden werden. Die Grundlage vom Leben ist Dualität. Und Dualität bedeutet Schmerz und Freude. Perfekt und nicht perfekt. Angenehm und unangenehm. Und solange das nicht akzeptiert wird, gibt es keine Chance auf glücklich sein. Glücklich sein bedeutet, zu akzeptieren, was in dem Moment gerade da ist. Kostbar schreibt. Bei mir ist es aber auch schon vorgekommen, dass ich auf andere zugelassen wirkte, nicht streiten wollte und der Kontakt dann ganz abbrach. Das war dann doch traurig für mich. Wie damit umgehen? War das mit der Partnerschaft? Habe ich das richtig verstanden? Schreibt sie nicht. Bei mir ist es aber auch schon vorgekommen, dass ich auf andere zugelassen wirkte, nicht streiten wollte. Und der Ja, Kontakt. dann bist du genauso wie ich. Ich war immer schon sehr gelassen. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt gelassen geworden bin durch Ramesh, sondern ich war immer schon gelassen. Früher, ich meine von der Kindheit, meine Eltern, was ich alles erlebt habe, war nicht angenehm. Und da war ich auch immer bei Streitgesprächen immer gelassen und habe mir immer dadurch den Außenseitertitel geholt oder wie man jetzt sagen möchte, wie du sagst, die haben abgedankt, also sind weggegangen. Aber es ist doch kein Problem. Hier auch nochmal als Bewusstsein, wenn du sagst, dass du gelassen bist und damit im Reinen bist, ist das doch kein Problem, wenn die anderen dann gehen. Du weißt ganz genau, dass das richtig ist. Wenn du genau weißt, dass was du da gerade machst, richtig ist, dann ist das doch kein Problem. Lass die anderen gehen. Ist doch deren Problem. Die haben Probleme mit sich selbst. Das sollte nicht dein Problem sein. Du solltest gelassen sein
und das Leben genießen. Und in meinem Falle geschieht das. Ich habe zum Beispiel, ich bin nie in Böshaftigkeit weggegangen von Sachen, von Freunden oder so. Aber meine leibliche Familie, mit denen habe ich keinen wirklichen Kontakt. Nicht, weil ich das nicht will oder weil ich böse bin oder Sachen sind dabei, weil das Gottes Wille ist. Das habe ich gesehen und fertig. Ich habe ja kein Problem damit. Die haben aber Probleme mit mir. Aber ich habe keine Probleme mit denen. Und die mögen vielleicht denken, die haben Probleme mit mir, ich habe auch Probleme mit denen. Aber das stimmt nicht. Ich weiß ganz genau, die Sachen sind so, wie die sind. Und ich genieße mein Leben. Unabhängig von. Und das ist mein Ratschlag. Es passieren immer Sachen im Leben, dass man zum Beispiel mit der Familie so, jetzt habe ich von meiner Situation erzählt, oder da. Aber das ist alles richtig. Vielleicht erkennen wir das noch nicht, dass das richtig ist. Das akzeptiere ich. Aber es ist richtig, nach meiner Auffassung. Dass alles, was passiert, ist richtig, hat seine Bestimmung. Und das würde dir übrigens auch mein Guru sagen. Lass die Probleme deren Leute, denn du hast doch kein Problem mit dir selbst, oder? Wenn du ein Problem mit dir selbst hast, dann ist das was anderes. Aber du hast ja scheinbar keine Probleme, da du gelassen bist. Dann sollte dich das nicht interessieren. Du lebst dein Leben so, wie du dein Leben leben möchtest, glücklich, vollkommen, friedvoll, harmonisch, in Liebe. Ja, dann, ich wünsche dir das und lass die anderen so sein wie diese. Uns geht es immer nur um die anderen. Ja. Den Verstand, den geht es immer nur, wie kann ich den anderen, wenn andere zum Beispiel, in meinem Falle war das ja auch so, die anderen verlangten von mir was, weil die möchten, dass die glücklich sind dadurch, durch das, was die da von mir verlangen. Mit anderen Worten, die wollen glücklich sein, indem ich akzeptiere, was die sagen. Und Deepak ist da immer schon, nein, ich mache das, was ich fühle, das ist richtig und war immer schon richtig. Obwohl ich so viele, sage ich mal, Niederschläge oder Tiefen in meinem Leben hatte oder was auch immer, das stimmt, die waren da, aber die waren alle, weiß ich jetzt, das war für mich bestimmt, fertig. Sonst wäre ich das nicht, ich wäre nicht der, der ich jetzt bin, wenn das nicht alles passiert wäre, diese ganzen Niederschläge und Tiefphasen und so. Ja. Und ich habe auch jetzt kein Problem mit dem, was ist. Ne? Mit den Eltern zum Beispiel. Oder mit, ich habe nichts mehr, ich habe von meiner leiblichen Seite mit niemandem was zu tun. Ja, außer man schreibt sich kurz, wie meine Brüder, das passiert manchmal, wenn irgendwas ist, zum Beispiel irgendwie verlangen die ein Foto wegen Reisepass oder irgendwelche Geschichten. Jetzt letztens war auch eine Geschichte, dann schreibt man aber sonst, die leben ihr Leben, ich lebe mein Leben. Mit anderen Worten, das Leben passiert durch mich, wie es passiert. Und das Leben passiert durch die, wie die das dann machen. Es gibt keinen Grund, sich zu wundern, dass das so ist, oder sich Sorgen zu machen, oder zu sagen, das ist nicht schön. Hier wieder schön, unschön.
Das ist einfach, wie es gemeint ist. Ja. Weder brauche ich diesen Kontakt, noch habe ich ihn. Deswegen ist es doch gut. Das meine ich, als Bewusstsein ist alles gut. Was das sagt, ja, verstehe, danke, Deepak. Ich habe nur Sehnsucht nach meinen Freunden, die gegangen sind. Das steht mir noch etwas im Weg. Die Freunde, die dich allein gelassen haben, weil du so gelassen warst. Verstehe ich. Ich erzähle dir was. Ich hatte auch zwei Freunde, als ich hier hingezogen bin, von damals, von wo ich geboren wurde, also in Lippstadt. Und jetzt bin ich in Dortmund seit fast 4 Jahre. Und da ist auch kein Kontakt mehr da. Und das waren sehr gute Freunde. Ich würde sagen, beste Freunde. Damit man das versteht. Und da ist auch kein Kontakt mehr da. Warum? Man hat sich sonst immer getroffen und viele Sachen hat man gemacht. Ja? Warum ist jetzt kein Kontakt mehr da? Ich habe wahrgenommen, ich brauche sie nicht mehr, weil die haben ihre eigenen Interessen, die sind jetzt nicht mehr mit meinen mehr kompatibel oder man teilt sich nicht die gleichen Inhalte mehr durch, weil ich diese spirituelle Erkenntnis oder Erkenntnisse gemacht habe. Ich brauche sie nicht mehr. So. Ich habe sofort das beendet und fertig. In Frieden mit. Was die denken und machen, ist nicht in meiner Macht. So. Das ist das. Und Sehnsucht kam auch in diesen Körperorganismus manchmal. Ja, das waren doch so gute Freunde zum Beispiel. Oder man hat sich zum Beispiel bei Silvester, immer haben wir uns getroffen, immer, jeden Silvester, haben geböllert und Spaß gehabt, geredet. Aber seitdem das nicht passiert und genau an diesen Tagen zum Beispiel kam auch diese Sehnsucht, ich will nicht sagen jetzt, aber vor 2 Jahren, glaube so lange ist das jetzt her mit dem Kontaktabbruch, kam das schon, aber es wurde beobachtet und das hat nichts mit Bewusstsein, also es hat ja nichts mit mir zu tun. Mit dem reinen Bewusstsein hat das nichts zu tun. Das ist ja nur weltlich, die Welt, Erscheinung. Und ich lasse das so sein. Und indem ich die Sehnsucht akzeptiere, wenn sie hochkommt, geschieht ein Wunder, die verschwindet sofort. Würde ich jetzt hinterherrennen, wäre ich unglücklich. Und das ist das Konzept. Was bedeutet unglücklich sein? Unglücklich sein bedeutet etwas, was jetzt gerade nicht da ist, zu haben. Und glücklich sein bedeutet, Entschuldigung. Unglücklich sein bedeutet, das, was gerade da ist, nicht zu nehmen, nicht zu akzeptieren. Und glücklich sein Konzept bedeutet, aber jetzt das in, ich meine, glücklich sein oder glücklich, unglücklich. Unglücklich bedeutet für mich, das, was da ist, nicht zu nehmen. Und glücklich sein bedeutet, das, was nicht gerade da ist, zu suchen, zu verlangen. Und jetzt
glücklich oder unglücklich, niemals in unserer Macht gewesen. Ob wir glücklich sind oder unglücklich zu einem Moment, niemals in unserer Kontrolle gewesen. Und das ist jetzt, wie kann ich dann glücklich sein, wenn ich nicht weiß oder wenn ich keine Kontrolle habe, über wann ich glücklich bin oder um. Indem ich akzeptiere, was gerade ist, bin ich glücklich, vollkommen. Egal ob glücklich oder unglücklich. Also egal ob Schmerzen da sind oder keine Schmerzen da sind. Das meine ich. Oder ob etwas da ist und in dir taucht was auf, ein Gedanke, eine Emotion, die ist auch da, akzeptiert und dann verschwunden, nächster Moment. Kommt was, akzeptiert, also da ist nichts mehr da, was, wenn was kommt, blockiert oder involviert wird. Das passiert, wenn dieses Verständnis da ist, von ich bin glücklich, wenn ich beide Sachen akzeptiere. Ich bin unglücklich, wenn ich etwas nicht möchte, was gerade da ist. Ich bin glücklich, wenn ich etwas möchte, was gerade nicht da ist. Ja? Ich bin glücklich, wenn ich etwas möchte, verlange, was gerade nicht im Moment da ist. Ich bin aber unglücklich, wenn das, was da ist, ich nicht, das nicht möchte. Ja, so hat das Remisch gesagt. Und das ist es. Wir haben schon 38. Hari Om. Gibt es noch Fragen oder? Jetzt. Kospa bedankt sich. Dankeschön, Deepak. Deine Aussagen haben mir sehr geholfen. Denkmuster schreibt noch was. Und soll ich das noch lesen, Deepak? Oder ja, lese alles vor. Denkmuster zu deiner Familie. Wenn du selbst spirituell erzogen wurdest, dann müssten sie ja alle sehr happy und quasi stolz auf dich sein, dass dir Ramesh passiert ist. Ja? Ramesh. Nein, das sind sie nicht, soweit ich weiß. Aber das interessiert mich auch nicht, weil die sind anderer Auffassung. Also die meinen so und so und dies. Aber da gibt es halt viel, diese Gott in denen ist so und so. Ja. Aber dazu kann ich, wenn du möchtest, können wir da persönlich drüber sprechen. Ja? Jetzt ist die Zeit nicht da, ansonsten in einem anderen Satz. Wie auch. Ja. Dann bedankt sich für Jahreszeiten. Denkmuster bedankt sich. Danke, lieber Deepak. Eva Adams, danke. So, ich bedanke mich auch. Dankeschön. Es hat mir heute sehr gefallen und war sehr interessant, war sehr schön mit euch, sehr lustig, sehr glücklich. Und ja, ich wünsche euch alle, dass ihr alle glücklich seid, dass ihr das erkennt, dass ihr selbst glücklich immer seid, dass erkannt wird, dass was absolut wahr ist. Und ihr immer
Weise im Umgang habt mit Situationen. Freiheit, selbst seid, ihr müsst nicht aus einem Gefängnis heraus, ihr seid Selbstfreiheit. Und diese ganzen Sachen, die heute passiert sind, dass kein Sinn mehr gegeben werden muss, sondern der Sinn ist selbst, dass wir einfach sein sind. Und ja, Dankeschön. Dankeschön. Und ich wünsche allen einen schönen Abend. Alles Beste, alles Gute. Die Leute, die sich melden wollen bei Experimenten, was ich gesagt habe, gerne meldet euch. Auch so können wir drüber reden. Zum Beispiel bei dem Thema Eltern. Kein Problem. Ihr könnt auf mich zukommen. Meine Website ist immer unten verlinkt von Deva Setu, der macht das. Meldet euch gerne. Dankeschön. Dankeschön, Deva Setu. Dankeschön an das ganze JetzTV-Team, an Susanne, die neue bei JetzTV. Hast du super gemacht, Susanne. Ja, auch dir spirituelle Erleuchtung. Ja, sei immer glücklich. Dankeschön. Om Shanti, Om Shanti. Bis zum nächsten Mal.